Seit drei Jahrzehnten heult, schläbt und lebt Werner Freund mit seinen Wölfen. Seine Wölfe sind wild wie die freie Natur. Herr Freund möchte nicht, dass seine Raubtiere sich an Menschen anpassen. Er möchte mit den Wölfen zusammenleben, um sie von so nah zu beobachten, wie es noch niemals einem gelungen ist. Freund hat einen Weg betreten, der keinen Rückweg kennt. Er selbst wurde zum Wolf. Er hat mit seinen Wölfen gejagt. Er musste sich behaupten, als es um die Reihenfolge im Rudel ging. Er musste sich vollkommen auf die Lebensform der Wölfe umstellen und viele menschliche Gewohnheiten aufgeben. Werner Freund heult mit seinen 70 Jahren bis heute mit den Wölfen. Er hebt seinen Kopf. Das Geheul, das seine Kehle verlässt, klingt, als ob er nichts anderes im Leben gemacht hätte. In der Nähe der französischen Grenze, in der saarländischen Stadt Merzig, in einem schönen Tannenwald liegt das hölzerne Haus von dem legendären Werner Freund. Rundum sind die Freigehege der insgesamt 5 Wölfsrudel. Im Haus, voll mit Fotos, Erinnerungen, treffen wir Herrn Freund, den Wolfmenschen, das erste Mal. Man hat sie schon lange, bevor sie sich mit Wölfen beschäftigt haben, für einen Rudelführer gehalten. Man nannte sie Mr. Abenteuer. Sie haben weltweit mehrere Expeditionen geführt. Aus welchem Grund? Ich lernte in Stuttgart in der Wilhelma einen Mann kennen, der hieß Gustav Adolf Baron von Meidl. Er machte den Zooinspektor, weil er ging anschließend für das Hamburger Throneninstitut auf Tierfang. Und da wollte mich mitnehmen. Sagte er zu mir, geh aber erst noch mal zum Bundesgrenzschutz, das ist so was Ähnliches wie die Wehrmacht. Und dann lernst du auch mal Disziplin. Ja, das muss man im Leben auch haben. Und nach 2 Jahren gehst du mit mir auf Expedition. Von Meidl ist tödlich verunglückt und ich habe dann mit Expeditionen angefangen. Erstmal habe ich von Bundeswehrkameraden mitgenommen, ja. Und dann aus dem zivilen Leben. Am Anfang hat mich interessiert die Tier- und Pflanzenwelt, ja. Und später habe ich mich spezialisiert auf die Naturstämme, wo unsere Gesellschaft hierzu sagt, das sind die Primitiven, ja, weil sie nackt dort rumlaufen und weil sie nicht mit dem Computer umgehen können, ja. Und diese Leute, mit denen bin ich klargekommen, ich habe mit Zeichensprache. Und so habe ich mit ihnen gesprochen. Und ich mag das Leben dieser eingeborenen Stämme, weil das ist nur ein natürliches, menschliches Leben, ja? Dieser Frage sind Sie wohl schon überdrüssig, aber ich kann sie nicht vermeiden. Wieso haben Sie sich damals für Wölfe entschieden? Den ersten Wolf habe ich gesehen, da war ich 18 Jahre. Da hatte man in Stuttgart in Wilhelma 2 Wölfe. Und die waren im Gehege 3x4 Meter. Die Kinder konnten da Steine reinwerfen, das macht überhaupt nichts. Da haben die Eltern sich nicht aufgeregt. Und ich habe diese Tiere dann zu versorgen gehabt als Raubtierpfleger. Und dann bin ich nach Feierabend immer zu den Wölfen hin, nach meinem Rundgang. Und dann habe ich gemerkt, da steckt doch ganz was anderes drin bei den Wölfen, wie sie hingestellt werden. Und dann hatte ich auch am Zaun sozialen Kontakt mit den Tieren. Von dem Moment ab habe ich mich für Wölfe interessiert. Und ich habe mir gesagt, wenn es dir möglich ist, dann wirst du eines schönen Tages mit Wölfen zusammen sein. Da waren wir bei einem kleinen Zoo und die hatten junge Wölfe. Und da sagte ich zu ihr, so einen jungen Wolf möchte ich gerne haben. Ich hatte auch Bären schon und dann merkte ich aber bald, dass Bär und Wolf sich nicht verstehen, allein vom Geruch her, ja. Sollte man nicht machen. Wenn man Bär, nämlich der Bär fing an nach mir zu schlagen, weil ich nach Wolf gerochen habe. Und den ersten Wolf, den hat dann Irga führen müssen. Deshalb sind wir verschiedene Wege gegangen. Sie mit dem Wolf und ich mit dem Bär. Thank you.
habe dann mit den Jahren, wo ich mehrere Wölfe hatte, habe ich sie näher kennengelernt. Ich habe sie aufgezogen und das geht nur durch Mutter-Kind-Verhältnis, dass man in die, das Wolfsleben weiter vorstoßen tut. Und so bin ich das ganze Leben mitgegangen und habe doch somit rausbekommen, wer der Wolf überhaupt ist. Ich denke, Ihr Vorbild muss Konrad Lorenz gewesen sein. Ja, das hat mir sehr viel bedeutet. Habe ich auch Konrad Lorenz dann besucht. Er hatte mich eingeladen nach Altenberg bei Wien. Er wollte mich kennenlernen. Er hätte nämlich nie gedacht, dass ein Mensch mit Wölfen so weit kommt. Und dann hat er mir das Buch geschenkt, das letzte, was er geschrieben hat, Rette die Hoffnung. Dann hat er mir reingeschrieben, Herrn Werner Freund, in dem Kenner der Wölfe, freundlich zugeeignet, Konrad Lorenz. Und da sagt er zu mir, er hat schon viele Leute im Leben so kennengelernt, auch mit Wölfen, die mit Tieren arbeiten. Aber die Wölfe kenne ich, weil ich direkt mit ihm lebe, weil ich ja auch Wolf geworden bin, ja, weil ich das Tierische angenommen habe, ja, und nicht versucht habe, das Menschliche in dem beizubringen.